Hallo und willkommen zu Ergis Action. Das scheint so eine Art Mario-Klon zu sein. Oder, ja, wie soll man sagen, so ein Rage-Mario-Klon. Auf jeden Fall im 2D-Stil gehalten und es geht irgendwie darum, dass wir ihre Melone wiederfinden müssen. Und dafür geht man dann halt hier weiter und da sieht man hier schon, wird einem haufenweise Mist entgegengeworfen. Ich habe es mal für 5 Minuten angespielt und was ist dann los? Ich habe gesehen, dass eins da bisher runtergefallen ist, aber das werden ja immer mehr. Ah, gerade durchgehen funktioniert. Und dann können wir hier auch direkt in den ersten Level gehen. Ja, ich möchte das Ganze eigentlich blind spielen. Weil ihr seht, hier passieren schon viele Dinge, auf die man nicht unbedingt gefasst ist. Das heißt, hier kann ich dann wahrscheinlich rüberspringen. Ja, auf die kann man scheinbar draufspringen. Ja, super. Ja, ich dachte, das mal ein bisschen ein kleiner Kontrast zu dem, was ich sonst immer spiele. Und noch kann ich ja noch lachen. Wer weiß, ob das so bleibt. Da gibt es ja schon mehrere. Aber der scheint momentan noch relativ fair gehalten. Relativ auf jeden Fall. Und da will ich mal schauen, wie weit ich da heute komme. Und dann könnt ihr mir ja schreiben, ob euch das gefällt oder nicht. Ob ich das weiterspielen soll. Aber ich habe da auf jeden Fall schon mal Lust drauf. Ah, jetzt stelle ich mich natürlich blöd an. Das ist noch nicht mal eine unfaire Stelle, an der ich gerade sterbe. So, dann gehen wir... Okay, das reicht von der Sprunghöhe genau nicht, dass ich da drauf komme. Okay, ich hätte jetzt gedacht, mit dem Wasser kann man sich vielleicht hochkatapultieren lassen. Das klappt aber auch nicht. Na, jetzt wäre ich da schon fast in die Stelle reingerannt, die ich eben ja schon überstanden hatte. Okay, Ich sollte nicht einfach nach vorne rennen und vergessen, was ich 5 Sekunden vorher gemacht habe. Das dürfte helfen. Ja, so kommt man darüber. Und jetzt muss ich den Viechern ausweichen. Das ist so eine Textbox. Es gibt einen Aufheben-Knopf. Mal gucken, welcher das ist. Ah, und das hier ist wohl irgendwie ein Sprungpilz. Ist das der? Nee. Na, super. Ja, jetzt muss ich kurz gucken, welche Taste das ist. Aber zumindest kommen wir ja schon mal hier rüber. Okay, einfach warten, bis der vorbeispringt. Ja, und so schnell ist man auch schon bei minus 13 Leben. Also an sich hat man ja unendlich viele Leben. Ansonsten wäre das auch einfach nur unfair. So, kann man damit aufheben? Ja, so funktioniert das. Und damit kann ich den jetzt dahin werfen. Es ist auch interessant, dass die Gegner da drauf rumspringen können. So, die Flaggen sind Checkpoints. Und den bekommen wir auch. Gott sei Dank. Ganz einfach. Man kann Vasen betreten. Und dann wird man teleportiert. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, danke. Also etwas, was man vielleicht nicht unbedingt machen muss. Ich weiß auch nicht, ob man hier gegen die Steine springen soll oder nicht. Natürlich fällt bei der Windmühle da das Rad ab. Ja, vielleicht können wir da drüber springen. In Ordnung. Also auf jeden Fall können wir da drüber springen. Und dann müssen wir jetzt... Na, komm runter. Klappt doch. Die Kristalle... Ich glaube, die Kristalle kann man einsammeln. Das sehen wir gleich. So, aber erstmal hier das. Und das passt auch gerade so. Und hier nehmen wir jetzt das mit. Okay. Also gar nicht erst da oben lang gehen. Ja, die Frage ist, wann werde ich meine Beherrschung verlieren? Das war eben noch nicht. Ja, danke. Aber ich glaube, ich habe eine Falle jetzt schon entdeckt. Der Boden sah da so abgetrennt aus. Das heißt, der könnte nach unten fallen.
So, da kommt das Huhn raus, nicht zu hoch springen. Genau, der kommt nach unten. Und die Frage ist, kommen wir da jetzt irgendwie ran? Na? Nope. Nope. Nee, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das Ding lasse ich dann einfach liegen. Okay, die Büsche sind auch gefährlich. Und der Bär, der da steht, ist bestimmt auch gefährlich. Ja. Ja, vielleicht könnte man ja aus älteren Mario-Teilen denken, dass das vielleicht so ein Power-Up-Anzug ist, aber das ist hier dann scheinbar nicht. Super. Ich möchte auf jeden Fall lesen, was hier noch steht. Okay, mit dem Hochheben-Knopf kann man auch diese Sprengleranlagen und böse Typen hochheben. Vielleicht finden wir das ja nützlich. Da verschwinden einfach die Steine, super. Ah! Ja, dann nehmen wir den hier einfach mal mit. Ja, super. Was will der Frosch von mir? Und dann springt er auch noch. Naja, wahrscheinlich war es sowieso egal, weil ich die Sprengleranlage da einfach mal weggeschmissen habe. Aber. Und jetzt drücke ich einfach nur die falschen Knöpfe. Jetzt drücke ich die ganz falschen Knöpfe. Ist meine Sprungtaste blockiert? Ich muss mal kurz wieder rumprobieren. Ach, das ist die Sprungtaste. Vielleicht sollten wir gleich einfach mal versuchen, den da aufzuheben. Das Wasser tut uns bestimmt weh. Ja. Heiß, okay. An den Achievements könnt ihr dann wahrscheinlich auch schon sehen, was ich hier schon erledigt habe und was nicht. Ich glaube, ich werde diese Folge einfach mal ein bisschen zusammen schneiden. Ja, wie funktioniert das jetzt mit dem Aufheben? Wenn ich zu nah dran bin, werde ich wahrscheinlich einfach getötet. Deshalb lasse ich das einfach und ich drücke einfach wieder die falsche Taste. Also wenn man bei so einem Spiel auch noch dumm ist, dann ist einem gar nicht mehr zu helfen. Ah, das könnte der Trick sein. Vielleicht nicht direkt so, aber so in etwa. So, dann nehmen wir den mit. Und jetzt will ich einfach. Okay, der ist weg. Und du bist auch weg. Kann ich da drüber springen? Müsste ja eigentlich gehen. Und dann springe ich einfach ins Ziel. Nicht mehr viel rumprobieren. Also ich habe mir ja bei anderen Leuten schon mal diese Rage Mario-Teile angesehen. Und das da war einfach nur ein Klassiker. Das heißt, den brauche ich gleich. Gucken, damit kann man bestimmt auch noch rumexperimentieren. Aber das war knapp. Kommt er wieder raus? Nee. Ja, funktioniert das denn von hier? Nein. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wo muss ich das Ding aufstellen, damit ich da dann rüberkomme? Oder muss ich irgendwas mit der Bombe machen? Aber ich glaube, die geht einfach nur in die Luft, wenn ich da vorbeigehe. Ja, der blöde Frosch. Das reicht nicht, um darüber zu kommen, oder? Das könnte reichen. Och nee. Ja, ihr werdet da definitiv von mir so einen kleinen Zusammenschnitt bekommen. Weil wenn ihr euch das hier jetzt alles immer komplett ansehen müsst, dann ist das, glaube ich, einfach nur langweilig. Ah, der Frosch.
was man nicht alles für eine Melone macht. Genau, und jetzt schön hoch. Die Frage ist aber, wann geht's schön hoch? Jetzt nicht, oder doch? Jetzt bestimmt. Nein. Ah, das ist schwieriger, als es aussieht. Glaubt es mir. So, am Bären vorbei. Das Ding mitnehmen. Den Frosch rausbaiten. Bisschen mit dem Frosch rumspielen. Man sollte es nicht tun. Ja, das auch nochmal mitnehmen. Muss sich ja lohnen. Ja, wie viele Tode kann man im ersten Level sammeln? So, weg mit dir. Und darüber. Und das sollte passen. Nein. Ja. Ja, wenn ich jetzt an die Flagge springe, dann dürfte das auch nicht funktionieren, oder? Aber vielleicht kann ich das hochheben. Oder vielleicht muss ich einfach rüberspringen. Nee, ich glaube, das ist auch nicht. Und jetzt rennt sie da bestimmt rein. Ah, ich muss wahrscheinlich das Sprengler-Ding da hinten hinwerfen, damit die Kugel über mir rumfliegt. Da ist nochmal der blöde Frosch. Oder ich muss die Bombe irgendwie anlocken. Das kann natürlich auch sein. Oder kann ich die aufheben? Oh, die kann ich aufheben. Okay, Ziel ist kaputt. Dann springe ich einfach mal da drüber. Natürlich auch tot. Ha, gar nicht so leicht. Wie mache ich das am besten? Das geht mir bestimmt in der Hand hoch. Ja, ach Mann. Also ich weiß gerade nicht weiter. Ja, der will mich wieder. Der will mich auch. Okay, also ich muss mit der Bombe darüber, das ist, denke ich, ziemlich klar. Jetzt muss ich das Ding wegspringen, ohne selbst in die Luft zu fliegen. Und jetzt kann ich das Ziel aktivieren. Ja! Erster Level geschafft. Also auf... Was? Jetzt kann man schon auf der Weltkarte sterben, wenn man die falsche Taste drückt, oder wie? Okay. Ja, diese Spiele sind wunderbar, oder? Das heißt, darüber springen. Und das sollte aber passen. Ja, das geht bestimmt gleich in die andere Richtung zurück, oder auch nicht? Jetzt springe ich auch noch selber in den Tod. Man kommt sich dabei auch unglaublich dumm vor, wenn man in so eine Falle öfters reinrennt. Wer bist du? Natürlich muss eine Pflanze dazwischen sein. So. Als nächstes kommt die Pflanze. Ja, was mache ich mit dir? Einfach mal drauf springen. Sehr schön. Ja, was kann man hier bestimmt nutzen? Ja, ich weiß nicht, ob man den Sprung sonst geschafft hätte. Auf die Steine, da stelle ich mich mal gar nicht drauf.
Und hier springt man automatisch. Sehr schön. So, auf jeden Fall habe ich das ja schon mal. Und jetzt möchte ich eigentlich schauen, was hier drin ist. Warum? Ja. Wenn man auf dem falschen Pixel da steht, dann kann man auch nicht mehr springen. Okay, vielleicht würde es auch helfen, wenn ich die richtige Taste drücke. Und dann versuche ich jetzt einfach nur noch diesen Checkpoint da zu bekommen. Das heißt, auf die müssen wir warten. Jo, lass dir Zeit. Ist auch eine ziemlich knappe Geschichte. Ah, wahrscheinlich reicht es einfach, wenn ich nur ein bisschen in die Richtung gehe und dann warte. So, an den Hühnern vorbei. Nein, nein. Okay. Eigentlich kann ich auch versuchen, ob man ganz normal darüber springen kann. Zum Glück rennen die da auch alle nach links weg. So, und jetzt ein normaler Sprung reicht auch. Dann muss ich das ja gar nicht so kompliziert machen. Und das Ding kommt automatisch da hoch. Und hier muss man doch irgendwie hochklettern können, ja. Das war ja auch typisch. Also da nicht festhalten, da fällt bestimmt auch wieder. Da hat es mich gerade gerettet, dass ich nicht die richtige Taste gedrückt habe. Danke, Blume. Also da... Bloß nicht die Dinger berühren. Und der springt selber in den Tod. Ja. Und die Blume erwischt mich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Jo. Zumindest ist das direkt am Checkpoint. Und hier ist wieder die blöde Blume. Ja, komm raus. Na, komm schon. Dann halt nicht. Okay, da kommt wieder was runter. Kommt hier auch noch was runter. Oder es sind einfach mal Stacheln im Block. So, das heißt aber, hier komme ich bestimmt mit einem normalen Sprung hoch. Und da sind schon wieder Stacheln. Ah, nee. Die ganze Zeit funktioniert es und dann so ein blöder Fehler. Diesen Teil möchte ich jetzt aber schon noch schaffen. Aber vielleicht nicht so. So, der aus dem Weg. Das da runterfallen lassen. Den erwischen wir bestimmt so. Jetzt kommt das wieder runter. Aber nicht nochmal. Was passiert hier? Irgendwas musste ja passieren. Das war wieder meine Unfähigkeit. So, den haben wir da hier rüber, dabei das Ding irgendwie runterlocken. Über den rüber, hier hoch, das runterlocken. Und jetzt haben wir als nächstes Hindernis die drei Steine da. Einfach durchlaufen funktioniert nicht. Das heißt, ich muss die wahrscheinlich leicht antippen und dann zurückgehen. Und natürlich versuchen, vielleicht da nicht unbedingt in die Stacheln reinzuspringen. Das wäre eine Maßnahme. So, das ist aus dem Weg. Das war wieder dumm. Den nächsten Checkpoint möchte ich noch erreichen. Und dann mit dieser Folge für heute Schluss machen. Aber es könnte schwierig werden, so wie ich mich hier gerade anstelle. Aber zumindest habe ich die Blume da noch im Blick. Und dann springe ich über den rüber.
Manchmal habe ich ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Nur ein paar Sekunden und dann schon wieder alles vergessen. Ja, einfach durchlaufen. Ja, schaffe ich es hier 100 Tote zu sammeln, bevor ich zum nächsten Checkpoint komme, oder schaffe ich das jetzt einfach mal? So, vorsichtig, funktioniert. Jetzt kommt irgendwas runter. Oder von unten nach oben. Aber damit dürften wir so ziemlich jedes Hindernis jetzt zumindest schon mal gesehen haben. Okay, das war einfach nur schlecht. Ah, was mache ich? Ja. So, das ist schon besser. Jetzt das. Eben hat es doch auch die ganze Zeit geklappt. Was mache ich denn jetzt anders? Ja, oder ich warte einfach, damit ich hier die beide aus dem Weg räume. Das dürfte die einfache Variante sein. Warum ist der wieder da? Oh Mann. Ja, den habe ich auch lange nicht mehr mitgenommen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man einige Gefahren auch eine Weile überwindet, dann vergisst man die einfach. Dann hat man nicht mehr im Kopf, dass da ja irgendwas war, das irgendwie hätte gefährlich sein können. Aber was mache ich dann jetzt für einen Blödsinn mit dem Sprung? So, jetzt sollte es aber klappen. Warum nicht auch einfach nur so? Gut, du solltest hochgehen. Und der Sprung sollte funktionieren. Alles klar, Save Point erreicht. Die Plattform fällt mir. An diesem Busch kann ich vorbeigehen. Interessant. Okay, wenn das ein Sprungpilz ist. Was? Was habe ich da gerade gemacht? Sehr schön. Okay, aber dann machen wir hier für heute wirklich Schluss und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis dann.